viele Menschen, die sagen, das interessiert mich nicht, da gehe ich gar nicht hin, die sollen tun, was sie wollen dort in Brüssel. Und ich glaube, dass das eine ganz falsche Einstellung ist. Wenn man was kritisiert, dann die Möglichkeit hat, das zu ändern, dann sollte man das auch tun. Und es ist die einzige Möglichkeit, den Kurs der europäischen Politik zu ändern, am 7. Juni wählen zu gehen. Es ist nicht so, dass in Brüssel nichts entschieden wird, sondern das meiste, was wir heute bei unseren Gesetzen haben, 70%, 80% der Gesetze werden direkt oder indirekt in Brüssel beschlossen. Zu sagen, es ist mir egal, das interessiert mich nicht, und nachher wieder darüber zu schimpfen, das bringt eigentlich